schwere körperliche Arbeit wieder mit anpacken. Dass er das kann, grenzt an ein Wunder. Thomas Kraus ist keiner, der leicht aufgibt. Es gibt schlechte Tage, da kommt man immer weiter und ist am Ende seiner Kraft. Aber ich habe immer nur das Licht gesehen danach und dass es weitergeht und dass es morgen wieder besser sein wird. Und das ist auch gut so. Ja. Man muss es sehen, wie es ist. Ich bin jetzt schon in der Bonusrunde. Eigentlich bin ich schon zweimal gestorben. Und ich bin auch schon, habe abends die Augen zugemacht und wusste, ich mache sie nicht mehr auf. Und wenn man mich nicht an alle möglichen Maschinen angeschlossen hätte, wäre es auch so gewesen. Thomas Kraus muss täglich viele Tabletten nehmen. Zur Blutverdünnung, gegen Herzrhythmusstörungen und um den Blutdruck zu senken. Dazu hohe Dosen Cortison. Doch Medikamente allein reichen zum Überleben nicht aus. Jetzt schauen wir noch, was die Akkus sagen. Wir haben eine Art tauschen müssen, sind jetzt nicht mehr so voll. Ja, und wenn sie jetzt leer wären, dann machen wir. Genau, dann kommt hier die Warnung, dass zu wenig Akkuleistung da ist und dass sie tauschen muss. Der Rucksack mit den Akkus ist sein ständiger Begleiter geworden. Volle Akkus sind lebenswichtig, denn sie liefern über ein Kabel, das durch die Bauchdecke führt, Strom für das Herzunterstützungssystem. Nach einer schweren Herzmuskelentzündung wurde Thomas Kraus 2019 ein sogenanntes Kunstherz implantiert. Man fängt ganz bei Null an. Und man hat mir auch gesagt, dass das ein Jahr dauern wird, bis ich wieder einigermaßen fit bin, bis der Körper mit dem neuen System zurechtkommt, ohne Puls, mit dem schlechten Blutdruck und auch die ganzen Organe, der ganze Körper muss sich auf das einstellen, auf das Kunstherz. Und wenn man herzkrank ist und es wird immer schlechter, dann weiß man ja auch, was das Ende von dem Weg ist. Ohne Herz geht nichts. Und das war dann ein großer Ansporn zum Spüren. Es geht nicht Tag für Tag, nicht Woche für Woche, aber für Monat wieder ein bisschen aufwärts. Und man gewinnt wieder ein Stück von seinem Leben zurück. Das Kunstherz hat ihn vor dem Tod bewahrt. Erst einmal. Wie lange Thomas Kraus damit noch leben kann, 5 oder sogar 10 Jahre, ist nicht klar. Das Kunstherz ist für den 46-Jährigen deshalb nur eine Zwischenlösung. Ich selber hätte schon manchmal so ein paar Tage gehabt, wo ich auch gesagt hätte, aufgeben ist auch okay. Aber was natürlich der Haupt absolute Antrieb ist hinter all dem, ist natürlich irgendwann ein Spenderherz zu kriegen. Und dann nochmal 10, 20, von mir aus auch 30 Jahre noch ein gutes Leben zu haben. Und dazu ist es natürlich nötig, dass ich das jetzt schaffe und dass ich auch körperlich fit werde und auch mental fit genug bin, um dann durch die Transplantation zu kommen, was ja auch wieder nur eine Riesenherausforderung wird. Knapp 700 Menschen warten derzeit in Deutschland auf ein Herz. Gespendet wurden bis Ende September aber nur 225 Herzen, also viel zu wenig. Der Organmangel bedeutet ein Leben in ständiger Ungewissheit. Wie stehen seine Chancen auf ein neues Herz? Das will Thomas Kraus heute in der Herzchirurgie erfahren. Seine Frau Karin begleitet ihn. Seit 4 Jahren steht er jetzt schon auf der Warteliste. Hallo, Professor Hade. Guten Tag. Hallo, Herr Kraus. Professor Christian Hagel hat ihm 2019 das Kunstherz eingesetzt. Ja, wie geht's? Soweit. Herztechnisch sind wir zufrieden, Pumpe läuft gut, keine Komplikationen. Aber wir haben natürlich auch im Vorfeld schon mal darüber gesprochen, wie problematisch sich die Sache darstellt. Es ist ja tatsächlich so, dass die Spenderorgane rar sind. Ja. Und gerade für Männer, so ihre Konstitution, ja, das ist so der Klassiker. Es gibt die Einteilung für HU, also High Urgency, besonders dringliche Fälle. Ja. Und das erfüllen Sie im Moment nicht. Nee. Sie kommen erst auf so eine Liste, wenn Sie eine Komplikation an diesem Unterstützungssystem haben. Das ist ja eigentlich die groteske Wahrheit. Das heißt, wir müssen warten, bis irgendetwas Unvorhergesehenes passiert. Also eigentlich ist das eine Krux und es ist eigentlich kein gutes System, was wir haben. Aber wir haben im Moment noch kein besseres.
Ein Dilemma für Thomas Kraus. Erst wenn es ihm schlechter geht, hat er Chancen auf ein Spenderherz. Zwei Stockwerke tiefer untersucht ihn ein Arzt. Das Kunstherz übernimmt die Arbeit der linken Herzkammer. Die rechte Herzkammer funktioniert noch. Der Moment des Aufatmens. Alles in Ordnung. Kraus' gesundheitlicher Zustand hat sich nicht verschlechtert. Aber wie sieht es mit dem Kunstherz aus? Funktioniert es einwandfrei? Für die technische Wartung ist ausschließlich Sven Groß zuständig. Eine Kontinuität, die für Thomas Kraus sehr wertvoll ist. Mittlerweile ist zwischen beiden eine besondere Beziehung entstanden. Am Anfang nach der OP ist man so dermaßen unsicher im Alltag und muss da erst wieder zurück ins Leben finden. Und da ist es unheimlich wichtig, nicht nur medizinisch betreut zu sein, sondern einen Ansprechpartner zu haben. Mit einer ganz normalen, banalen Frage, keine Ahnung. Was mache ich mit dem Ding, wenn ich Auto fahre? Schneide ich das mit an oder nicht? Oder lege ich es irgendwo hin oder nicht? Oder das kann man alles besprechen. Und da braucht man am Anfang Sicherheit, um wieder ins Leben zu finden. Und da war das Sven für mich. Ich glaube, wir haben ja ein freundschaftliches Verhältnis, kann man wirklich so sagen. Jawohl, das hat sich im Laufe der Zeit so entwickelt, sagen wir mal. Ja. Ist nicht mit allen Patienten so, aber in dem Fall hat sich das so entwickelt. Mach's gut. Wir sehen uns in 3 Monaten. Ciao. Ciao. Servus. Ciao. Ciao. In Deutschland sterben fast 10%, während sie auf der Warteliste stehen. 2021 waren das 826 Patienten. Und die Zahl der Spender sinkt. 2021 gab es von Januar bis September 696 postmortale Organspender. In diesem Jahr sank die Zahl auf 636, ein Minus von 8,6%. Nur wenige Menschen spenden Organe. Aber ist die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland wirklich dagegen? Der Deutsche Ethikrat differenziert. Menschen wollen spenden. Über 70% konsistent immer wieder sagen, ich will spenden. Aber Menschen denken nicht gerne über ihren Tod tatsächlich nach. Da gibt es eine Zurückhaltung, vielleicht auch eine gewisse Trägheit, sodass eigentlich nur so ungefähr um die 40% der Menschen dann tatsächlich aufschreiben, ja, ich bin Organspenderin und Organspender. Und da ist bisher tatsächlich, muss man sagen, und inzwischen seit Jahrzehnten, alles gescheitert. In Deutschland gilt die Entscheidungslösung. Sie besagt im Kern, nur wer zu Lebzeiten, zum Beispiel im Organspendeausweis, einer Entnahme von Organen und Gewebe zugestimmt hat, ist potenzieller Spender. Liegt keine Entscheidung vor, dürfen die Angehörigen nach dem Tod entscheiden. In den meisten europäischen Ländern gilt dagegen die Widerspruchslösung. Hier sind alle potenzielle Organspender, es sei denn, sie widersprechen zu Lebzeiten. Auch wenn kein Widerspruch vorliegt, können die Angehörigen nach dem Tod der Organspende noch widersprechen. Wir sehen ganz eindeutig, dass die Länder, die eine Widerspruchslösung haben, sehr viel höhere Spenderzahlen haben. Ganz voran ist dort Spanien. In Österreich ist genau das Gleiche. Die Situation ist eine ganz andere. Und wenn Sie dort auf einer dringlichen Liste sind, für ein Herz zum Beispiel, dann warten Sie einige Wochen, manchmal nur einige Tage. Bei uns warten Sie, wenn Sie Pech haben und die falsche Blutgruppe haben, durchaus mal Monate. Theoretisch, wenn Sie ein Kind sind, sogar Jahre. Konkret in Zahlen? 2021 spendeten in Deutschland rund 11 Menschen pro 1 Million Einwohner nach ihrem Tod Organe. In Österreich gab es fast doppelt so viele Organspender. In Spanien sogar rund 4-mal so viele. Wäre da nicht auch in Deutschland die Einführung einer Widerspruchslösung sinnvoll? Anfang 2020 hat der Bundestag darüber bereits schon einmal abgestimmt. Nach einer emotionalen Debatte. Wir stimmen hier heute über eine hochethische Frage ab. Wie kommen wir zu mehr Transplantation? Wie retten wir mehr Leben? Wir stimmen aber auch darüber ab, wem gehört der Mensch? In unseren Augen gehört er nicht dem Staat, nicht der Gesellschaft, er gehört sich selbst. Es ist unethisch, ein Organ nehmen zu wollen, aber nicht bereit sein, zumindest Nein zu sagen, wenn man nicht bereit ist zu spenden. Das ist eine unethische Haltung.
Der Gesetzesentwurf von SPD-Politiker Karl Lauterbach, damals noch nicht Gesundheitsminister, aber Befürworter der Widerspruchslösung, wird abgelehnt. Da war ich schon auf der Warteliste und an dem Tag, wo man abgestimmt hat im Bundestag, waren wir gerade im Auto und habe Nachrichten gehört. Das war schon sehr enttäuschend für mich. Das war natürlich damals nur Hoffnung. Andererseits weiß ich auch, wie lange in Deutschland politische Lösungen dauern. Und ich fürchte, egal auf was sie sich einigen werden, wird es für mich nicht mehr reichen von der Zeit. Also ich werde jetzt wahrscheinlich mit der Situation, die jetzt herrscht, zurechtkommen müssen oder mir da was anderes überlegen müssen. Thomas Kraus liebt das Allgäu. Würde er nach Österreich ziehen, wenn er dort eine größere Chance hätte zu überleben? Noch sind es nur Gedanken. Der Familienvater will eigentlich bleiben, jetzt wo er sich zurück ins Leben gekämpft hat. Ja, das war das Erste, auf was ich wieder Lust gehabt habe, war wieder zum Backen. Und das war dann auch als Erstes wieder möglich. Das waren dann nur so einzelne Etappen. Ich war ja dreiviertel Jahr nur gelegen und dann viele Wochen davon eigentlich ein kompletter Pflegefall, wo ich ja nicht mal mehr mich selber versorgen konnte. Und dann ist es einfach irgendwann ein gutes Gefühl, wenn man auch mal wieder was machen kann. Nochmal wieder auf die Beine zu kommen, aktiv zu sein, das hätte der gelernte Konstrukteur manchmal selbst nicht für möglich gehalten. 2018, kurz vor seiner Kunstherzoperation, galt er als medizinisch austherapiert, hatte Erstickungsanfälle und war dem Tod nah. An einem Abend haben wir noch zusammen das Testament geschrieben. Und es war ihm so wichtig, wo ich dann dachte, ja gut, es ist jetzt schon wirklich, es geht jetzt um einen ganz wichtigen Punkt auch. Und es war ihm wichtig, dass es gemacht ist und dass es erledigt ist. Und da habe ich auch gemerkt, okay, in einer gewissen Weise hat er abgeschlossen. Also das war schon zu merken, dass er da dann am Punkt war, wo er, glaube ich, auch gehen hätte können. Und das ist natürlich, es war für mich furchtbar. Für mich war es eigentlich Erleichterung zu sagen, okay, jetzt ist es gut, jetzt höre ich auf zum Kämpfen. War mein Entschluss eigentlich und dann bin ich eingeschlafen und am nächsten Tag in Großadern zum Glück aufgewacht. Dann hat man da noch ein paar Joker gezogen. Ja. Aber auch da war mir dann klar, ich war dann an diese Impellermaschine angeschlossen oder wie die heißt. Da wird dann über die Leiste Blut entnommen, mit Sauerstoff angereichert, zurück in den Körper pumpt. Und da kann man dann halt gerade so überleben. Ich wusste, dass diese Maschine nur 8 bis 10 Tage laufen kann und dann wird man das nicht, also dann macht es der Körper nicht mehr mit. Aus welchen Gründen genau, weiß ich nicht, aber hat man mir so erklärt. Und das war mir auch zu dem Zeitpunkt durchaus bewusst. Ja, und mir war auch klar, es wird in den 8 Tage wahrscheinlich kein Herz kommen. Ich kann mich nur gut daran erinnern, als die Kunstherz-OP vorbei war und der Professor Hagel mich angerufen hat und er gesagt hat, es ist alles gut gegangen. Aber Frau Kraus, ich bin erschrocken, als ich das Herz Ihres Mannes in der Hand hatte, in was für einem schlechten Zustand das war. Also es war keine Stunde zu früh, dass wir das gemacht haben. Eine harte Zeit für die ganze Familie. Die Söhne unterstützen den Vater, seit er krank ist. Auch sie wünschen sich eine Perspektive für ihn, doch ein lebensverlängerndes Spenderherz ist nicht in Sicht. Eigentlich sind wir mehr zusammengewachsen, finde ich. So ein bisschen wir hätten auch alle ein bisschen mehr zusammenhelfen, so gut wie es halt für jeden möglich ist. Also das hat uns schon auch zusammengeschweißt, so als Familie auf jeden Fall, oder? Würde ich schon sagen. Ja. Derjenige, der ein Herzunterstützungssystem hat, dem sehen Sie das jetzt nicht so unbedingt an, der ist schwerst krank. Ja, wenn Sie da den Schalter umlegen, ist der sofort tot. Und er wird natürlich sofort transplantiert, kommt auf die Liste, wenn dieses Herzunterstützungssystem ein Problem verursacht. Und der andere, der damit gut zurechtkommt im Alltag, der muss ein bisschen länger warten. Einfach vor dem Hintergrund, dass wir nicht genug Organe haben. Der kommt damit über die Runden, das kann man wunderbar machen, aber natürlich nicht bis in alle Ewigkeit, das ist auch klar. Ja, und so helfen wir uns ja, über die Tage. Ganz anders liegt der Fall von Anne Hilgendorf.
Der 47-Jährigen geht es so schlecht, dass sie die Intensivstation nicht mehr verlassen kann. Im Gegensatz zu Thomas Kraus steht sie auf der High-Urgency-Liste für ein neues Herz. Aber dennoch wartet Anne Hilgendorf bereits seit über 40 Tagen. Schuld ist der Organmangel. Ihre Kondition verschlechtert sich täglich. Ich muss nur noch dazu sagen, was du immer sagst. Schilddrötenstufe. Ja. Es ist so, dass ich zum einen versuche, mir 24 Stunden zu strukturieren, um tatsächlich auch mit einem gewissen Schritt durch den Tag zu gehen. Die realen Spaziergänge betreffen tatsächlich einen Rundgang auf Station. Und genauso auch Zeit zu haben für innerliche Spaziergänge. Und dann kehre ich an all die Orte zurück, an denen ich besondere Dinge erlebt habe, an denen ich besonders gern gewesen bin, und gehe dann da eine Runde spazieren. Anne Hilgendorf leidet an lebensgefährlichen Herzrhythmusstörungen. Ein Kunstherz würde diese Beschwerden wahrscheinlich nicht beheben, sagen die Ärzte. Um zu überleben, braucht die alleinerziehende Mutter ganz schnell ein Spenderherz. Dann war aber das letzte Ereignis so, dass ich lange weg war, lange bewusstlos war. Ich habe das noch kommen spüren, habe mich noch in den Sessel gesetzt. Und dann war ich aber lange weg, habe auch nicht mehr wirklich gut geatmet. Und genau das ist die Kombination, die mich jetzt hierher gebracht hat. Die Rhythmusstörung zum einen, die irgendwann nicht mehr beherrschbar waren und auch zu kritischen Situationen geführt haben. Und tatsächlich aber auch das müde Herz. In anderen europäischen Ländern müsste Anne Hilgendorf, die selbst Kinderärztin ist, nicht so lange warten. Viel Zeit zum Nachdenken, auch über den Tod. Die Möglichkeit abzuschreiten, was passiert, wenn ich kein Herz bekomme und dann hier sterben werde, das ist etwas, was viel Kraft freisetzt in dem Moment, wo man lernt, das genauso mitzugehen. Thomas Kraus geht das Thema Organmangel offensiv an. Er betreibt aktiv Aufklärung in Sachen Organspende und wirbt mit seiner Geschichte für die Widerspruchslösung. Hier anlässlich eines Fußballspiels in seiner Heimatgemeinde Kamlach. Ja, also kennen tut sie mir. Ich bin der Papa vom Ritschi, der Thomas. Bin seit 2013 krank. Da war ich 36 Jahre alt. Nach dem Winter 2013 habe ich irgendwann festgestellt, ich bin nicht mehr so fit beim Spazierengehen, Laufen. Dann hat mich meine Frau irgendwann zum Kardiologen geschleppt. Da hat man dann festgestellt, dass ich irgendwann mal einen Virusinfekt hatte mit einer Herzmuskelentzündung, die dann im Verborgenen abgelaufen ist. Und die Herzmuskelentzündung hat meinen Muskel so arg angegriffen, dass die linke Herzkammer fast gar nicht mehr oder nur noch ganz schlecht geschlagen hat. Oder will jemand noch ein mehr mitnehmen? Haben wir überall an Tische ein paar nah. Das kann einen auch relativ schnell treffen und relativ unverhofft. Und ruckzuck ist man in so einer Situation, wo das aktuell ist. Also redet mit euren Eltern drüber oder mal mit eurem Partner oder mit Freund, Freundin, wer euch am nächsten steht. Die werden dann nämlich im Ernstfall gefragt. Oder füllt so einen Ausweis aus. Zumindest einmal im Leben sollte sich jeder Mensch in Deutschland über das Thema Organspende Gedanken machen. Das wünscht sich Thomas Kraus. Konnte er bei den jungen Fußballern mit seiner Geschichte etwas erreichen? So, wie fandet ihr das jetzt? War es informativ? War was dabei, was ihr noch nicht gewusst habt? Gut, ich habe schon einen Organspendeausweis gehabt. Ja, aber hast du schon mal befasst mit dem Thema? Genau, vorher, richtig, ja? Richtig. Aber man hat halt nicht gewusst, dass so viele Leute warten. Also eigentlich war ich schon immer dafür, aber ich habe nie den Ausweis jetzt irgendwie holen wollen, weil ich hatte irgendwie nie die Zeit oder halt nie die Lust, irgendwie den Ausweis zu besorgen, muss ich ganz ehrlich sagen. War ja mit 18 eher unwahrscheinlich, dass du da Gedanken machst. Nee, gar nicht. Das hast du ja nicht am Schirm. Sir? Ein Betroffener betreibt Aufklärung aus eigenem Antrieb. Und was tut die Politik? Transplantationsmediziner beklagen, dass es das vom Bundestag beschlossene Online-Register für Organspender noch immer nicht gibt. Auf Nachfrage teilt das Bundesgesundheitsministerium mit, dass sich potenzielle Spender erst frühestens ab Ende 2023 eintragen können. Dazu kommen offenbar noch strukturelle Probleme bei den Krankenhäusern. Man muss die Kliniken und auch die Ärzte motivieren, Spender grundsätzlich zu melden. Das ist eigentlich eine Verpflichtung und dieser Verpflichtung muss man nachgehen. Es sind wirtschaftliche Aspekte, logistische Aspekte, die immer wieder dazu führen, dass potenzielle Spender nicht gemeldet werden. Ja, das bedeutet
für die Krankenhäuser. Ich muss ein Bett auf der Intensivstation zur Verfügung stellen. Ich muss einen Operationssaal zur Verfügung stellen. Ich muss Dinge tun, letzten Endes, die logistisch aufwendig sind und Geld kosten und nicht adäquat reimbursed werden. Das heißt, es gibt kein Geld dafür. Vereinfacht gesagt, und da stimmen mir auch die Kollegen aus Deutschland zu, ist Medizin in Deutschland über das Finanzierungssystem ein leistungsgetriebenes System. Das heißt, es ist letztendlich ein Geschäft. Das Spital muss sich selbst erhalten über die Einnahmen, die es aus den öffentlichen Kassen bekommt, während in Österreich nach dem Grundgesetz ein Spital ja keinen Gewinn schreiben darf. Denn im Gegensatz zu Österreich ist die Medizin in Deutschland keine Sozialleistung, sondern muss gewinnorientiert arbeiten. Auch ein Grund für den Organmangel. Anne Hilgendorf hat heute Besuch von ihrem Sohn Finn. Um den 14-Jährigen kümmert sich zurzeit die Oma. Gemeinsame Momente auf der Intensivstation. Eigentlich hat Finn nur einen Wunsch. Ich überlege mir halt, wie das wird, wenn sie zum Beispiel transplantiert wird und ein neues Herz bekommt. Also ich hoffe, dass wir unser Leben einfach wieder so gestalten können wie davor. Das ist eigentlich, also ich will da keine großen Änderungen oder so, sondern dass es einfach wieder so ist wie davor. Und wenn das nicht so passiert, wenn das schief geht, dann muss man halt auch damit klarkommen und da irgendwie seinen Weg finden. Also beim letzten Besuch, da hatte ich das Gefühl, das war fast so ein bisschen wie Kindergeburtstag. Da haben wir dann die Rallye der Physiotherapeutin gemacht und dann hinterher einen Film gesehen und zu viel Süßigkeiten gegessen und so. Solche Male gibt es auch. Und dann gibt es auch Male, wo sich jeder wünschen würde, ach, das Thema könnte mal rum sein. Aber das ist ja zu Hause nicht anders. Also insofern die Normalität, glaube ich, die macht's aus für mich. Und ich weiß, wenn er geht, wieder mehr, wer ich nochmal war. Das ist ja etwas, was hier tatsächlich auch, wo man aufpassen muss, dass es nicht verloren geht. Dass man tatsächlich noch als Hülle existiert, aber nicht mehr so genau weiß, wer man noch mal ist. Und diese Normalität bringt er mit dem größten Schwung hier rein. Seiner Mutter hat Finn schon einmal das Leben gerettet, als er bei einer lebensgefährlichen Bewusstlosigkeit den Krankenwagen gerufen hat. Jetzt kann er nur darauf warten, dass sie hoffentlich schnell ein neues Herz bekommt. Mehrmals wäre es schon fast soweit gewesen, doch die Herzen wurden abgelehnt. Nicht selbstverständlich. Offenbar werden in Deutschland aus Mangel an Organen auch solche transplantiert, die nicht optimal sind. Wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass wir Organe transplantieren, beispielsweise, ja, die in anderen Ländern ja erst gar nicht transplantiert würden. Ja, einfach deswegen, weil wir keine andere Möglichkeit haben. Ja, und das kann sich natürlich auch in einer gewissen Ergebnisqualität dann niederschlagen. Das hat nichts mit dem chirurgischen Prozedere zu tun, überhaupt nicht. Ja, sondern es ist ganz einfach diesem Umstand geschuldet. Könnte das auch Anne Hilgendorf passieren? Seit 90 Tagen liegt sie nun schon auf der Intensivstation. Dabei steht sie ganz oben auf der Dringlichkeitsliste. Professor Christian Hagel versucht, sie zu beruhigen. Ich glaube, ein bisschen Zeit haben wir noch und wir brauchen Sie halt noch im Boot und Sie dürfen nicht aufgeben. Aber ich glaube, das schaffen Sie. Ich komme ja regelmäßig vorbei und irgendwann werde ich kommen und werde sagen, jetzt ist es da. Und dann machen wir es einfach. Ja, Sie kriegen das Herz, was ich auch meiner Frau einbauen würde. Also so gesehen. Und ich mag meine Frau. Das maximales Vertrauen. Also so gesehen ist das gut. Doch die Zeit arbeitet gegen Anne Hilgendorf. Das lange Warten im Krankenhaus hinterlässt Spuren. Aber sie versucht, positiv zu bleiben. Ich kenne ja tatsächlich jetzt jeden Grashalm mit Vornamen. Also die habe ich alle groß werden sehen, sozusagen. Allein schon den Wind zu sehen hier, ist etwas, was dieses Leben und das ja auch weiterlaufende Leben mir so vergegenwärtigt. Während Christian Hagel und sein Team ihr Bestes geben, sucht die Forschung nach Alternativen zum menschlichen Spenderorgan. Das
Wären tierische Organe eine Lösung? In einem Versuchsgut der LMU München züchten Wissenschaftler Schweine, die einmal menschliches Leben retten sollen. Die Tiere sind genetisch modifiziert und werden regelmäßig untersucht. Ja, wir wollen einfach sicher gehen, dass die Herzen in Ordnung sind. Wenn wir jetzt so ein Herz transplantieren, sei es auf einen Pavian oder später dann mal auf einen Menschen, den brauchen natürlich kein Herz einbauen, das irgendwelche Defekte hat. Ja? Das wird natürlich vorher abgecheckt. Und was natürlich ganz wichtig ist, das Schwein ist dem Menschen zwar ähnlich, aber natürlich nicht so ähnlich, dass keine Abstoßungsreaktion zu erwarten wäre. Und wir können Schweine inzwischen gezielt genetisch modifizieren, um diese Abstoßungsreaktionen zum großen Teil zu umgehen. Natürlich müssten dann letztendlich Schweine sterben, damit menschliche Patienten überleben, das ist ganz klar. Aber wir schlachten in Deutschland pro Jahr zwischen 50 und 65 Millionen Schweine, damit sie auf unseren Tellern landen. Xenotransplantation. So nennt man die Übertragung von tierischen Organen auf den Menschen. Auf diesem Gebiet gehören die Münchner Wissenschaftler zu den weltweit führenden Forschungsgruppen. Dem Team um Professor Eckart Wolf war es erstmals gelungen, Schweineherzen in Paviane zu verpflanzen, und das längerfristig. Schon bald soll die Studie am Menschen folgen. Wir sind im Moment in dem Stadium, im letzten Schritt sozusagen, um die finalen Spenderschweine zu generieren. Wir machen das jetzt auf diesem genetischen Hintergrund der Auckland Island Schweine, die den Vorteil haben, dass sie die richtige Größe für den Menschen haben. Diese Herzen müssten dann in einigen wenigen Pavian-Experimenten nochmal getestet werden, um sozusagen dann das Set an präklinischen Daten zusammen zu haben, dass man tatsächlich eine klinische Studie beantragen kann. Wir gehen davon aus, dass das tatsächlich in den nächsten 3 bis 4 Jahren passieren wird. 5 genetische Veränderungen sollen verhindern, dass das Immunsystem eines Patienten das transplantierte Schweineherz abstößt oder dass es zu Blutgerinnseln kommt. Dazu werden unter anderem in den Zellkern von Eizellen genmodifizierte Spenderzellen eingesetzt und so ein Embryo erzeugt. Das Herz der Schweine wird menschenähnlicher gemacht. Die Xenotransplantation ist dafür da, dass man eben Patienten, die derzeit keine Chance haben, ein menschliches Organ zu bekommen, eine lebensrettende Option bieten kann. Die Xenotransplantation könnte also in der Zukunft einmal helfen, den Organmangel besser in den Griff zu bekommen. Aber darf man gentechnisch veränderte Tiere züchten und töten, um Menschen zu retten? Letztendlich müssen wir immer abwägen die Belastung für die betroffenen Tiere und den Nutzen für die Menschen. Und wenn man diese Abwägung bei der Xenotransplantation macht, also Übertragung von tierischen Organen auf den Menschen, dann muss man sagen, dass der Nutzen, der potenzielle Nutzen der Organe für die Organempfänger, also Patienten im irreversiblen Organversagen, dass der unglaublich groß ist im Verhältnis zu der Belastung bei den Tieren. Die erste Wahl bleibt das menschliche Spenderorgan. Gute Nachrichten für Anne Hilgendorf. Es gibt ein passendes Herz. Nach 137 Tagen hat ihr Warten ein Ende. Hallo Finn, ich wollte mal fragen, was ihr jetzt macht heute. Geil, Süßi, mach's gut. Ja. Ganz liebe Grüße zurück und dann grüßt ihr nachher die Oma, wenn ihr in Pullach seid. Alles klar. Ich dich auch, Süßi. Bis dann. Ciao. Jetzt geht's los. So sieht's aus. Jetzt muss alles ganz schnell gehen. Das Flugzeug mit dem neuen Herz ist bereits nach München unterwegs und Anne Hilgendorf wird für die Transplantation vorbereitet. Also wir sind in engem Kontakt mit dem Entnahmeteam. Das Entnahmeteam wird uns mitteilen, wo sie gerade sind. Sodass wir uns entsprechend einstellen können. Das heißt, wir werden jetzt ganz in Ruhe alle Vorbereitungen treffen, den Brustkörper öffnen, die Herz-Lungen-Maschine anschließen. Und dann werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit haben, bis das Herz da ist.
Alles gut, das Flugzeug gelandet jetzt in Oberpfaffenhofen. Sobald die Klinik betreten, werden wir das alte Herz entnehmen und alles vorbereiten, dass die dann gleich ohne Zeitverlust weitermachen können. Pinzette bitte mal. Gleich wieder. Ja, gemacht. Ja, wobei jetzt. Nee, du mal präparieren. Hallo, das Herz ist da. Sehr gut. Alles soweit in Ordnung? Alles super. Sehr gut gelaufen. Gut. Wann habt ihr geklemmt? Um 14:05 Uhr. Das ist wie lange bis jetzt? 2 Stunden 5. 2 Stunden 5. Das ist super. So, wir klemmen jetzt die Hauptschlagader ab. Eine Stunde später. So, jetzt kommt das Herz raus. Das ist das Herz. Nein, so. Dann mal das neue Herz, bitte. Gib uns mal ein Tuch, ein schönes. Jetzt kommt das neue Herz. Das ist ein sehr schönes Herz. Ja, sehr gut gelaufen. Herz hat gleich begonnen zu schlagen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das zeigt uns, dass es nicht so sehr beleidigt war, trotz der langen Zeit in der Eisbox, insgesamt 3,5 Stunden. Aber wir wussten von Anfang an, dass das Herz sehr, sehr gut ist. Und ich glaube, das wird weiterhin gut funktionieren. Passt ideal. Bis hierhin ist der Eingriff geglückt. Doch ob die Transplantation wirklich erfolgreich war, werden erst die nächsten Tage zeigen. Dass todkranke Patienten wie Anne Hilgendorf noch einmal eine Chance bekommen, verdanken sie Menschen wie den Zieglers. Eigentlich stand ihr Sohn Dominik immer am Pizzaofen, bewirtete gerne Gäste. Aber seit einem Jahr fehlt Dominik in der Familie. Der 19-Jährige kam gewaltsam ums Leben. Er hatte versucht, einen mutmaßlich alkoholisierten Mann vom Autofahren abzuhalten. Dominik stellte sich vor den Wagen, der andere gab Gas. Zu dem Zeitpunkt, wo wir zum Unfallort gekommen sind und ich neben ihm gekniet habe und ihn am Arm gefasst habe und ihm zugeredet habe, er soll kämpfen, das war eigentlich schon diese Phase, wo er eigentlich schon nicht mehr zu retten war. Dominiks Zimmer ist bis heute fast unverändert. Damals wollten Melanie und Matthias Ziegler nichts unversucht lassen, hofften bis zum Schluss. Bis klar war, Dominiks Hirnverletzungen sind zu schwer. Irreversibel, sagten die Ärzte. Bilder aus besseren Zeiten. Einen Organspendeausweis hatte Dominik nicht. Er erwähnte aber, seine Organe spenden zu wollen. Die Zeit, die sich die Betreuer der Deutschen Stiftung Organtransplantation für die Familie nehmen, hilft den Zieglers. Ich gebe das, was ich zur Welt gebracht habe mit meiner Frau zusammen, das gebe ich ja aus den Händen. Wird es behandelt, wie wenn man die Organe hat, der Rest wie Abfall? Wie geht man damit um? Weil es ist mein Kind, es ist immer noch mein Kind. Auch in der Hinsicht hat man uns viele Fragen beantwortet. Auch, dass es selbstverständlich ist, dass man ihn danach noch mal sehen kann, ob wir das möchten oder nicht. Also die Menschenwürde, die stirbt nicht mit demjenigen, der seine Organe spendet.
Der letzte gemeinsame Urlaub. Die Entscheidung, Dominik zur Organspende freizugeben, fiel dem Ehepaar alles andere als leicht. Aber im Krankenhaus wurden sie zu nichts gedrängt, hatten genug Zeit zum Überlegen. Die Organspende hat für sie auch einen tröstenden Effekt. Von Dominik konnten 7 Menschen transplantiert werden. Es hat ein Mann ein Herz bekommen. Die Lunge wurde einem Mann gegeben. Eine Frau. Moment. Mittleren Alters. Hat die Leber bekommen. Eine andere junge Frau die Niere. Und dann wurde die Niere und die Bauchspeicheldrüse noch an eine weitere Frau gegeben. Und die 2-mal Hornhäute wurden ihm auch entnommen. Da wissen wir es aber noch nicht, wer die erhalten hat. Und das ist eigentlich schön, so viel, dass er noch so vielen Menschen helfen konnte. In einer gewissen Hinsicht hilft es uns auch zu wissen, dass ein Stückchen Held an mehreren Stellen in Deutschland unterwegs ist. Das hilft manchmal in schweren Stunden, ja. Wenn es wieder mal besonders schlimm ist. Ein Jahr nach Dominiks Tod ist der Schmerz noch groß. Am Hang vis-à-vis vom Elternhaus liegt er begraben. Die Zieglers erzählen ihre Geschichte auch, um anderen Mut zu machen, sich mit dem Thema Organspende zu beschäftigen. Auch sie hatten in dieser Ausnahmesituation zunächst Zweifel und Ängste. Als man uns erklärt hat, dass der Hirntod also auf verschiedene Art und ohne irgendwelche Zweifel absolut festgestellt sein muss, bevor überhaupt darüber nachgedacht wird, dass jemand seine Organe spendet, das hat uns sehr viel Sicherheit gegeben. Die Ärzte hatten bei Dominik den irreversiblen Hirnfunktionsausfall, den sogenannten Hirntod, festgestellt. In Deutschland die Voraussetzung für eine Organentnahme. Der Hirntod muss von 2 dafür qualifizierten Fachärzten, die nicht an der Transplantation beteiligt sind, bestätigt werden. Wenn der unumkehrbare Ausfall der gesamten Funktion des Gehirns festgestellt ist, nach den entsprechenden Kriterien der Bundesärztekammer, können wir wirklich sicher sein, dass die Gehirnfunktion nicht wieder kommt. Und wir können auch sicher sein, dass der Mensch aufgehört hat, als Person zu existieren. Insofern ist das auch aus meiner Sicht ein sehr gutes Kriterium für die Entnahme von Organen. Gibt es vielleicht doch noch eine Chance für die Widerspruchslösung? Karl Lauterbach ist mittlerweile Bundesgesundheitsminister. Doc Thema wollte von ihm wissen, wie er die Organspende in Deutschland verbessern will. Doch Interviewanfragen wurden ohne Begründung abgelehnt. Am Rande einer Pressekonferenz gelingt es wenigstens, eine Frage zu stellen. Klar ist, die geltende Entscheidungslösung hält auch der Bundesgesundheitsminister für problematisch. Die Lösung, die wir gefunden haben, hat nicht dazu geführt, dass wesentlich mehr Organspenden stattfinden. Und daher verlieren wir jeden Tag also rettbare Leben, weil wir einfach die Situation haben, dass viele Menschen, die im Prinzip spendebereit wären, nie zur Spende kommen, weil es einfach keine Widerspruchslösungen gibt. Von daher, wenn es aus der Mitte des Parlaments noch mal einen Vorstoß in Richtung Widerspruchslösungen gäbe, dann würde ich dem also sehr wohlwollend gegenüberstehen. Momentan sieht es nicht so aus, als ob sich der Bundestag in nächster Zeit noch einmal mit der Widerspruchslösung beschäftigen wird. Eine entsprechende Initiative ist nicht in Sicht. Und auch die Gegner haben gute Argumente. Ich glaube, aus ethischer Sicht ist die Zustimmungslösung eigentlich die konsequentere Lösung, weil die Menschen ganz unterschiedliche Vorstellungen haben, was mit ihnen passieren soll, wenn sie gestorben sind, sodass es eigentlich schon konsequenter ist, wenn man den Einzelnen bittet, sich zu erklären, ob er bereit ist, in dieser Situation Organe zu spenden. In Österreich ist die Widerspruchslösung gesellschaftlich akzeptiert. Karin und Thomas Kraus besuchen im Herbst Innsbruck für einen Kurzurlaub. In Deutschland sind die Aussichten auf ein Spenderherz nach wie vor schlecht. Steht für Sie nun ein Umzug an? Am Endeffekt geht es ums Überleben, gell? Natürlich bin ich mir sicher, ich hätte auch Vertrauen in die österreichischen Teams oder die Ärzte hier. Und ich würde auch zu denen
eine Beziehung aufbauen können. Und in letzter Konsequenz wäre es auch denkbar, sich in Österreich transplantieren zu lassen. Momentan ist es noch nicht der Weg, den ich sehe, aber das kann auch ganz schnell anders sein. Ja. Und dann bin ich auch bereit, den Weg zu gehen und würde den dann auch mit voller Konsequenz verfolgen. Ja. Thomas Kraus hat großes Vertrauen in die Ärzte aus Großhadern. Deshalb möchte er eigentlich dort transplantiert werden. Doch die Gesetzeslage ist aus seiner Sicht in Österreich besser. Die herzchirurgische Abteilung des Universitätsklinikums Innsbruck bekommt immer wieder Anfragen aus dem Ausland, viele davon aus Deutschland. Wir sehen schon, dass Deutschland sehr viele Zentren Kunstherzen implantieren und sagen, wir haben ihr Leben gerettet, vollkommen zu Recht. Und dann sagen, aber jetzt müssen Sie schauen, wie wir da zu einem Organ kommen. Und dann rufen die Patienten relativ häufig bei uns an und sagen, Österreich gibt so viele Transplantationen, gibt es eine Chance, dass wir in Österreich auf die Warteliste für eine Transplantation kommen? Und das ist natürlich schwierig, weil wir natürlich jetzt als Gesellschaft einmal primär für die Versorgung unseres Landes zuständig sind. Trotzdem gibt es eine Quote an Organen, die Österreich auch Ausländern zur Verfügung stellt. Thomas Kraus hätte also eine Chance, in Österreich transplantiert zu werden. Dafür müsste er aber seinen gesamten Lebensmittelpunkt in die Alpenrepublik verlegen. Das kommt für ihn derzeit nicht in Frage. Wenn jetzt sie wahrscheinlich keine 80 Jahre alt wird, ist das zwar jetzt ein anderer Weg, wie man sich vielleicht wünscht hat oder so im Kopf gehabt hat, aber das ist alles trotzdem, ja, kann nur gut werden, ist nur gut. Und es kann auch mit Kunstherz nur gute Jahre sein. Und das will ich auch vermitteln an mein Umfeld, dass das schon ich jetzt nicht den ganzen Tag da hocke, Trübsal blas und mit dem Schicksal hader. Das tue ich wirklich nicht. Die Momente genießen, ja, die sich ergeben und die guten Zeiten. Gut 2 Monate sind seit Anne Hilgendorfs Herztransplantation vergangen. Im Rollstuhl kam sie in der Reha an. Seit wenigen Tagen kann sie alleine aufstehen. Das lange Warten, die OP, all das hat sie überstanden. Sie gehört zu den wenigen Glücklichen, die in diesem Jahr ein neues Herz bekommen haben. Manchmal kann sie es selbst kaum fassen. Ich wache manchmal nachts davon auf, dass dieses Herz so kräftig schlägt. Da denke ich mir, was ist jetzt denn los? Also wirklich. Oder das erste Mal lag ich da bei einem Herzultraschall und dann dachte ich immer, habe ich immer auf meine Bauchdecke geguckt, habe ich gedacht, ist ja komisch, was bewegt sich denn da? Das war mein Herzschlag. Den konnte man ja so vorher, weil das Herz ja viel schwächer war, nicht so kräftig sehen. Ihr neues Herz hat sie im Bild schon festgehalten. Leuchtend und kräftig, mit einem hellen Lichtkranz, aber auch noch in einer dunklen Herzhöhle. Sie und ihr neues Organ müssen nicht nur körperlich erst noch zusammenwachsen. Dem Spender des Herzens und seiner Familie ist sie sehr dankbar. Es vergeht kein Tag ohne einen Gedanken daran. Ohne die Dankbarkeit und ohne einen Gedanken daran, dass das etwas ganz Besonderes ist. Und tatsächlich, glaube ich, ist das Beste, wie ich das schätzen kann, tatsächlich dieser Respekt davor, dass man es nicht einfach zu dem eigenen macht, sondern dass man sich bewusst macht, dass es etwas ist, was jemand anderer gegeben hat und was eine eigene Geschichte hat. Und die auch zu respektieren und dann auch sich die Zeit zu nehmen, zu gucken, wer man selbst dadurch wird. Denn ich bin nicht mehr die ich vorher war, werde ich nie mehr sein. Und das ist auch in Ordnung.